Ich möchte noch mal ganz kurz was zum Begriff Toleranz sagen. Toleranz leitet sich aus dem lateinischen tolerare ab. Tolerare bedeutet übersetzt erdulden, ertragen. Irgendwann ist aber das Erdulden und Ertragen zu Ende. Ja? So, und das muss man mal klar haben. Im Physikalischen, für die Schüler, die nicht zur Schule wollen, ja? In der Mechanik, ja, ist die Toleranz ganz klar definiert, ansonsten passen zwei Werkstücke nicht zusammen. In der Medizin ist Toleranz ganz klar definiert. Der Körper reagiert auf jedes Gift irgendwann intolerant. Das ist das Normalste der Welt. Irgendwann ist mit Erdulden und Ertragen einfach mal vorbei. Danke. Hallo, guten Tag. Nach zwei Wochen verboten bin ich wieder hier. Ich durfte nicht sprechen. Wahl. Ich werde euch was sagen, euch alle hier. Meine Mutter war Moslem oder Judin. Mein Vater war Moslem. Ja. Meine Mutter war Judin, mein Vater Moslem. Und ich wurde Katholik erzogen. Und noch dazu, mein Opa war Deutscher SS-Nazi. Ich habe mich befreit von der ganzen Dreck. Das heißt, ich bin ich. Der Name Glaube wird so missbraucht. Ich glaube, morgen ist schönes Wetter. Ich glaube, morgen ich werde vielleicht zur Toilette gehen. Ich glaube. Es gibt keine Glaube. Es gibt Erfahrungen. Mehr, ich bin jetzt zu Hank hier in diesem Mikrofon wieder. Das heißt, jeder sollte... Wir sind Schöpfer. Und ich wiederhole nochmal, ihr seid Schöpfer. Schöpft was. Und wenn ihr verstanden habt, was schöpferisch ist, dann seid ihr nah zu Gott. Und wir brauchen dafür kein Koran, kein Bibel, kein irgendein Buch. Übrigens, der Älteste, wer kann mich hier sagen, weil ihr seid so gebildet oder abgebildet oder durchgebildet, der älteste Buhr der Erde, wie heißt er? Wie in der Schule? Wie? Nein? Wie heißt die älteste? Nee, Igingsburg. Der Igingsburg. I-G-I-N-G. Und wir ursprünglich waren wir alle jüdisch. Und es gibt auch da diverse Richtungen. Als sie kapiert haben, dass die Leute aufwachen, dann haben die nicht mehr auf Glauben gemacht, haben die auf Parteien gemacht. Und das Problem, die wir haben keine Krise. Es kommt darauf an, für wen die Krise ist. Natürlich für uns. Weil ihr oder die meisten tun nicht viel dagegen. Die konsumieren Fußball, F wie Freitag, ins Bett natürlich, darf ich nicht sagen, weil ihr werdet wieder drei Wochen verboten haben, obwohl man liest das in jeder Zeitung. Und es gibt die vier F, Freitag, Fußball, Fressen und so. Und feiern, das sind noch fünf. Und ich wiederhole, es gibt keine Krise, es geht nicht um Krieg, es geht nicht um Freiheit, es gibt nicht um Ressourcen, es geht um eins. Die merken, diese Pseudo-Elite, dass die Menschen aufwachen. Und ist das einfacher, die Population, Bevölkerung zu dezimieren, auf Deutsch dezimieren, zu reduzieren. Weil es ist einfacher, 500 Millionen Leute zu kontrollieren, als 7 Milliarden. Es gibt keine Wetterverschiebung, es gibt kein Hungern. Die Leute hungern hier im Kopf und hier. Und ich bin bereit, meine Sippe, das heißt meine Familie, auch die Deutschen sind mit Migrant integrant. Dieses Wort schon. Ausländer mit Migrant integrant. Ich kotze. Oh, kotzen darf ich sagen, das ist nicht so schlimm. Wir haben satt bis hier.
von dieser Nazi. Nazi übrigens heißt Nationalzionismus. Und man darf wohl in der BRD GmbH darüber sprechen, ohne dass man für verrückt gehalten wird. Komischerweise, die Nazi von damals, die sind immer noch da. Und ihr konsumiert noch deren Produkten. Apple, lasst euch nicht veräppeln von diesem Gerät. Jeder hier hat einen Apple. Ihr habt nichts zum Essen. Ist egal, ist dasselbe Dreck. Ihr habt nichts zum Essen, zum Teil. Ihr esst Abfallprodukte der Industrie. Ja, du, super, meine auch. Die meisten haben Turnschuhe. Diese Turnschuhe sind produziert von Kinderarbeit. Und ich werde euch erzählen, was in diese Turnschuhe gibt. Das ist Abfallprodukt der Industrie, der Abfallprodukt von Reifenindustrie. Die Füße, wie die Hände, wie der Kopf, sind Katalysator für Dreck. Das heißt, Füße atmet und nimmt alle diese Schadstoffe von Ölindustrie. Das geht in die Blutbahn, Rückenmark, und irgendwann habt ihr Tremor oder habt ihr Nervenprobleme. Wir werden nicht krank, wir werden vergiften. Junge Menschen, bitte, ihr habt Google, Flatrate, bildet euch und nicht immer konsumiert. Schmeißt eure Turnschuhe weg. Es gibt Lederschuhe, Kautschuk oder Baumwolle, aber nicht dieses Abfallprodukt. Und Moment bitte. Bitte nicht unterbrechen. Dankeschön. Dankeschön. Ich wiederhole nochmal, bildet euch. Ich sehe hier junge Männer, die sehen alle gleich aus. Ihr habt alle die Mütze, ihr seid gegen Amerika. Aber ihr macht alles nach Amerika. Trinkt Cola. Habt hier diese Mütze nach hinten. Diese Jeans. Ursprünglich diese Jeans war für Sklavarbeiter. Von Lewis. Levis 501, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Ihr seid Monokultur, alle gleich. Alle gleich. Sei Schöpfer, Unikat. Alle diese Unikaten ist das Ganze. Ein Obstsalat nur mit Äpfel ist langweilig, oder? Wo bleibt ihr? Warum konsumiert ihr alles nach Propaganda? Ja. Die Leute stehen an. Naja, gut, ich hatte zwei Wochen nicht. Bitte sei selbst, schöpf selbst. Ihr braucht keinen Führer oder Führerin, Ferkelin. Es ist vorbei. Und für die Deutschen, die sogenannten Deutschen, ihr habt die Schlüssel in der Hand. Bewegt euch, wach auf. Es geht nicht um Krise, es geht nicht um Waffe, es geht um Reduzierung der Bevölkerung. Und alles ist legal. Auch die Chemtrails, das ist eine Zwangimpfung. Diese Chemtrails ist eine Zwangimpfung. Alles bei Google zu schauen. Ich bedanke mich. So, ganz kurzer Zwischenruf. Wer es nicht kapiert hat, hier ist das offene Mikrofon. Hier darf jeder sprechen, ohne dass vorher irgendwelche Texte geprüft werden. Faustregel heißt, bitte nicht mehr als 6 Minuten. Und gewaltfrei, jugendfreundlich und in gutem Ton. Wer möchte? Ja, da ist die Schlange ist da bei der silbernen Linie. Geht ja heute richtig ab hier. Ich finde das mal ganz gut, dass eine kontroverse Diskussion hier entsteht. Und ich will mal versuchen, etwas Ruhe reinzubringen und etwas dazu zu sagen. Es ging hier vorhin. Ich bin auch ein Deutscher und es ging hier vorhin um Muslime. Mein bester Freund ist Muslime und der ist auch ein Deutscher, der kommt aus der Heide. Also es gibt nicht nur Ausländer, die Muslime sind, sondern auch Deutsche. Sogenannte Konvertiten, angeblich sind das ja ganz schlimme Leute. Aber dieser deutsche Mensch, der Muslim ist, ist ein ganz super toller Familienvater. Er erzieht 2 Söhne ganz alleine als Muslim. Und ich liebe ihn sehr, er ist ein sehr guter Mensch und es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem ich so vertraue wie ihm, einem Muslimen.
Und ich selbst stehe eher dem Hinduismus nahe. Ich habe hinduistisch geheiratet, auch wenn ich nicht so aussehe. Ich habe eine Hamburgerin geheiratet, auch wenn sie nicht hinduistisch aussieht. Wir waren letzte Woche in Hamm im Hindu-Tempel und haben unseren 10-jährigen Hochzeitstag dort verbracht und haben dort eine Puja gemacht für Frieden und für die Liebe zwischen den Menschen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir, wie schon auch Irmgard sagte, bei uns anfangen, mit unserem Frieden und mit unserer Ruhe. Nur dann können wir das auch anderen vermitteln und können friedlich miteinander leben. Und da ist es egal, an welchen Gott wir glauben, oder es ist egal, ob wir an gar keinen Gott glauben. Es muss jedem freistehen, dies zu tun oder auch nicht zu tun. Und jetzt wollte ich etwas sagen zu, es geht immer darum, jetzt um Flüchtlinge. Und die Deutschen sind der Meinung, ja, die kommen alle hierher, aber es gibt ja auch eine ganz andere Richtung von Flüchtlingen, schon seit Jahrhunderten, nämlich aus Deutschland raus. Die Deutschen flüchten ja auch und sie sind hier mit Sicherheit nicht verfolgt und sie sind ja auch mit Sicherheit nicht Hungerflüchtlinge oder Flüchtlinge der, ja, wie auch immer, was ihr euch denkt, warum man flüchtet, aus irgendwelchen Gründen. Sie flüchten, weil es ihnen woanders vielleicht besser, noch besser geht. Und es sind meistens Leute, die hochgebildet sind. Also die meisten in den Flüchtlingen, die aus Deutschland in andere Länder flüchten, ist ein ganz hoher Anteil von Doktoren, von Diplomingenieuren, von Mastern und so weiter. Und die denken alle, sie können noch besser leben in anderen Ländern. Und meistens haben sie das auch, denn wenn sie flüchten in die USA oder, wir können ja mal, im März gab es eine Studie, wohin denn die Deutschen überall flüchten, ja. Und da ist mal aufgezeichnet worden, im Jahr 2004 bis 2013 sind 209.000 Deutsche in die Schweiz ausgewandert. Davon sind allerdings ganz viele wieder zurückgekommen, weil sie gemerkt haben, dass sie da gar nicht so gerne gemocht werden in der Schweiz. Ich kenne selber eine Dame, die als Postbotin hier gearbeitet hat, eine alte Schulkameradin von mir, und die ist auch in die Schweiz ausgewandert und dachte, dort das Glück zu finden. Und sie kam schon nach anderthalb Jahren wieder zurück und war sehr enttäuscht davon, wie sie doch in der Schweiz als Deutsche aufgenommen wurde. Kurz darauf ist sie auch hier dann leider an Krebs verstorben. 136.000 Menschen aus Deutschland sind von 2004 bis 2013 in die USA ausgewandert. 109.000 nach Österreich. Warum auch immer nach Österreich? Weil da vielleicht die Natur noch etwas natürlicher ist. Und jetzt kommt ein interessanter Fall. 94.000 deutsche Bürger sind nach Polen ausgewandert in dieser Zeit. Hat mich sehr verwundert, weiß ich auch nicht warum. 89.000 nach Großbritannien, 74.000 nach Spanien, 71.000 nach Frankreich und so weiter. Also die Deutschen verlassen mehr das Land, als Deutsche wieder zurückkehren. Nämlich im Jahr verlassen ungefähr 700.000 Deutsche das Land und 600.000 kommen zurück. Also wir haben jedes Jahr einen Verlust an deutschen Staatsbürgern von ungefähr 100.000. Warum ist das so? Ja, da fragt man sich, was suchen die im Ausland? Sie haben es doch hier so gut, denn angeblich wollen ja alle nach Deutschland. Und ich sage mir, es gibt viele Gründe, warum die Leute auswandern, und das schon seit Jahrhunderten. Es wird immer kolportiert, die DDR-Bürger, die waren eingesperrt in ihrem Land, aber das war in Deutschland, ist das eine alte Tradition, dass die Leute eingesperrt sind, denn im 19. Jahrhundert, ich glaube bis 1848, gab es Verfügungen in den deutschen Reichsgebieten, dass ein Deutscher nicht auswandern durfte. Er wurde dafür bestraft. Also bis 1848 war ganz Deutschland ein eingekesseltes Land. Die Deutschen durften nicht auswandern, jedenfalls nicht offiziell. Sie haben es gemacht. Sie sind ja meistens dann, um ein besseres Leben zu finden, in die Staaten, nach Amerika. Und dort gab es dann eine neue Flüchtlingswelle, denn man verbannte die Urbevölkerung nordamerikanischen Kontinents in Reservate, die Indianer. Und diese Indianer sind ja auch Flüchtlinge gewesen. Und zwar zwangsweise. Sie sind nicht geflüchtet, weil sie ein besseres Leben in den Reservaten fanden, sondern weil sie mussten, weil die Auswanderer, die aus Europa kamen, sie vertrieben haben. Also es ist doch sehr diversifiziert, die Ansicht darüber, was Auswanderung, was Flüchtlingsströme und so weiter bedeuten. Und deswegen
akzeptiert doch jeden, der einen Grund in sich führt, sein Land zu verlassen und in ein anderes Land zu gehen. Warum auch immer. Die meisten Menschen, die ein Land verlassen, tun es nicht aus eigenen Stücken, weil dort, wo man geboren ist, ist man normalerweise sehr, sehr gerne. Wenn er nicht ein äußerer Umstand ihn dazu treibt, woanders hinzugehen. Und wenn so ein äußerer Umstand den Menschen dazu treibt, woanders hinzugehen, und er wird in dem Land, in dem er sein Leben denkt, besser gestalten zu können, nicht offen empfangen, dann ist er ein zweites Mal groß enttäuscht. Und erspart doch bitte den Menschen, die ihre Länder verlassen, diese zweite Enttäuschung, diese große Enttäuschung, und nehmt sie auf. Geht einfach in die Lager, die jetzt hier aufgemacht werden. Es ist traurig, was da für Lager jetzt existieren. Es erinnert mich an ganz böse Zeiten, wenn man dort sieht, an der Autobahn, an der A7, was da für ein Lager. Da, genau das Gleiche in den Obdachlosenwohnheimen. Ja, geht einfach dahin, sprecht mit den Flüchtlingen. Das sind ganz friedliche Menschen und sie haben ein offenes Herz und sie werden euch akzeptieren, wenn ihr offen mit ihnen redet. Und sie werden euch ihre Geschichten erzählen und das wird auch uns und alle bereichern, wenn wir diese Geschichten hören und verstehen, warum die Menschen hierher kommen. Und empfangt sie mit offenen Armen. Sie alle bringen etwas mit, was wir vielleicht hier vermissen, nämlich sie bringen die Vielfalt mit. Und wir brauchen Vielfalt, um uns weiterzuentwickeln. Okay. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja, hier kommen. Hier kommen. Ja. Okay. Also vielen Dank. Ich denke, nur mal dieser kleine Ausflug in Richtung, warum flüchten die Menschen und wohin, und auch die Deutschen flüchten und warum. Ich weiß es nicht genau, aber akzeptiert bitte jeden, der diesen Weg geht, egal ob er Deutscher ist oder ob er nach Deutschland kommt, und seid friedlich miteinander, dann können wir auch uns als Gesellschaft, als Welt weiterentwickeln. Und nochmal zurückzukommen auf meine Religion, die ich etwas, der ich nahestehe, dem Hinduismus. Hindu heißt nichts anderes als Mensch und wir alle sind Menschen. Und es hat mal ein Vertreter aus Indien auf der ersten interreligiösen Konferenz, ich glaube, die war 1891 oder ich weiß nicht genau, also in den 1890er Jahren war die in Amerika, hat er gesagt, im Prinzip sind alles Hindus, weil Hindu heißt Mensch. Macht ihr das einmal runter? Einmal ein bisschen runter. So, das ist nett. So. Geht das so? Sag mir bei 6 oder 5 Minuten Bescheid. Okay. Weil das kommt so. Thema Flüchtlinge. Flucht hat viele Gründe. Für alle. Ich habe hier etwas, Berlin Flüchtlingsprotest Camp am Oranienplatz in Berlin. Die sind abmarschiert 2012 am 8. September von Bayern. Da gibt es 150, ich habe sie nicht gezählt, soll so viel sein. Asylbewerberheime, ich kannte das Wort nicht, ich kannte noch nicht einmal, kein Mensch ist illegal im Jahr 2012. Da war so ein Zelt. Ich wollte mir was Gutes gönnen in Würzburg, ein bisschen an den Main gehen, einfach ein bisschen, bis ich Montag wieder bei den Montagsspaziergängern dabei war. Welches Thema auch immer. Und da steht, kein Mensch ist illegal. Und dann war ich neugierig, sonst würde ich heute hier auch nicht stehen. Hab mich informiert, hab Infomaterial mitgenommen, hab mir einen Film angeguckt und hab gedacht, was wollen die denn? Die haben doch alles. Die haben eine Dusche, die haben alles. Ich habe an meine Zeit gedacht, 51er Jahrgang, ich bin hier in Hamburg groß geworden, wir waren 6 Personen, wahrscheinlich mit 14 Quadratmeter, weiß ich nicht. War so. Trotzdem habe ich mich informiert. Ich hatte meine Wanderschuhe dabei, ich habe die Sachen, die sie als Infomaterial hatten, da wo ich gerade war. Zum Thema Flucht hat viele Gründe. Am 8. September sind sie los über Erfurt. Ich wollte ursprünglich dabei sein, es sollen 600 Kilometer gewesen sein. Sie sind am 6. Oktober in Berlin angekommen. Ich wollte dabei sein am Oranienplatz. Ich wusste, vorher hatten sie
schon das vorbereitet alles, wo ich herzlich empfangen wurde. Mir ist es immer noch piepwurscht, egal welche Religion, wir sind Menschen. Und es gibt auch keine Ausländer, wir sind einfach Menschen. So, und an diesem 6. Oktober bin ich leider nicht dahin gekommen, weil ich vorher auf dem Berliner Hauptbahnhof von einem Polizisten abgeschleppt wurde. Sie nehmen keine Rücksicht auf Frauen, auf Männer, auf Kinder. Ich hatte mein Fahrgeld in der Tasche für diese schöne Wochenendkarte. Hinterher wusste ich, was dahinter steckte. Okay, am 13. Oktober war ich wieder da. Ich hatte meine Fahrkarte für Würzburg und, naja, die Reise halt. 13. Oktober sind diese Menschen gut organisiert, von anderen auch. Es gibt die Karawane, könnt ihr euch gerne dran wenden, die diese ganzen Themen eben mitmachen. Angekommen. Thema Flucht hat viele Gründe. Denn war ich 2012, im Dezember bin ich wieder da gewesen, hatten sie eine Schule belegt. Und dann kam das Stück für Stück. Genug, es ist Zeit für Widerstand. Ich habe es auch für mich, für uns alle gesehen. Ich hatte keine Ahnung, was hier abgeht. Occupy kannte ich mittlerweile, hier aus Hamburg, Berlin. Dann waren junge Leute von da hinten, zwei Brüder, ich glaube, das waren Spanier und ein Franzose. Die sind los, ich habe Papier dabei, könnt ihr gucken. Die wollten nach Athen, im Mai wollten sie da sein. Ich hoffe, dass sie angekommen sind. Auch eine, ja, nenne ich heute mal Friedensbewegung. Also, es ist Zeit für Widerstand. Und diese Menschen haben dann gesprochen, und ich kann das nur auf uns beziehen, auf alle, unabhängig davon zu sagen, ob ich Deutsche bin, mir ist es peinlich, deutsch zu sein, ich bin Mensch. Wir werden unseren Protest so lange fortsetzen, bis alle unsere Forderungen erfüllt sind. Wir ermutigen alle Flüchtlinge, auch die bezahlten Politiker sind Flüchtlinge, sie flüchten vor ihrer Verantwortung. Und einen, da komme ich leider wieder in meine Gefühle hinein, ist vor 10 Jahren geflüchtet. Vor sich selber, Zukunft, Existenzängste, Selbstwerteinbruch, ist egal ob Mann oder Frau. Und dann kommen diese ganzen Kraken an, ob es Männer sind oder ob es Frauen sind, die sich den anderen dann gerade holen. Sie wissen es ganz genau, es geht hier immer nur in Deutschland, ich spreche hier von hier, nicht die anderen Länder. Geld, Gier und Macht. Also, wir ermutigen alle Flüchtlinge und laden euch dazu ein, die Isolierung zu durchbrechen und sich unserem Protest anzuschließen. Ich sehe die Saat aufgehen, ob es hier ist oder deutschlandweit ist. Ich spreche nur hier von Deutschland. Woanders ist das selbstverständlich auch so. Und das hier, das weiß ich jetzt durch diese Politik, ich kannte das alles nicht. Das deutsche Volk geschwiegen hat und immer noch schweigt, kann ich verstehen, weil uns eingeredet wurde, wir sind die Bösen. Ich kannte das Wort Nazi nicht. Ich bin hier in Hamburg groß geworden. Ab 1957, glaube ich, bin ich zu meinen Großeltern, zu meiner Mutter gekommen. Es wurde nicht gesprochen. Sie haben aufgebaut. Mein Großvater, also der Hamburger, der war Lehrer. Meine Großmutter hat die Familie und alle, die da hinkamen, die in der Schule wohl gewohnt und so weiter und so fort. Sie haben einfach nur aufgebaut. Und deswegen auch, was jetzt hierher kommt, Kriegsflüchtlinge, die haben das Recht, hierher zu kommen und die sollen dahin kommen, zu den, ach, wo auch immer hin, Platz ist genug da. Das, ja. Und da nochmal zum Abschluss, alle Termine für die Aktion, kann ich auch hier drauf beziehen, könnt ihr da und da finden. Wir sind keine Opfer, wir sind Kämpfer und Kämpferinnen, haben sie gesagt. Und ganz zum Abschluss, das andere kommt später. Damals, als ich bei Occupy dabei war, hatte ich gehofft, dass sich was tut. Wir sind 99%. Ja, wo sind wir denn 99%? Erwachen endlich für den Frieden, miteinander, füreinander. Und Kinder sind die Zukunft. Wir sind Kinder, waren Kinder und bleiben Kinder. Danke.